Vivaldi hat selbst Sonette geschrieben über die vier Jahreszeiten. Also er hat sich praktisch ein eigenes Programm gemacht zu seiner Musik und hat die entsprechenden Passagen immer auch in die Partitur geschrieben. Was man jetzt ganz deutlich erkannt hat, das Gezwitscher der Vögel, ich glaube, das haben alle sofort erkannt, und dann das Murmeln des Zephyrs, des sanften Frühlingswindes und das Murmeln des Baches. Und was jetzt kommt, der langsame Satz, ist der Schlaf des Hirten. Also ein Hirte liegt auf einer blühenden Wiese und träumt. Neben ihm liegt sein treuer Hund und atmet schwer. Das übernehmen die Bratschen. Und später kommen noch mehr Gewitter im Sommer und auch im Herbst. Aber jetzt erst der Schlaf des Hirten auf einer blumigen Frühlingswiese. Die sie durch die Stimme ihres Herzens noch weißer machte.
glaube, dass es Tango war, als wir uns umarmten, ohne zu wissen, ob es das letzte Mal war. Und Tango ist die Melancholie der Alten, die auf den Plätzen die Seiten ihres Lebens aufblättern. Und Tango ist die Morgenröte, jedoch von Geistern schwer geplagt. Und Tango ist ein schrilles Hubkonzert bei Sonnenuntergang, wenn du mich nicht findest und nicht aufhörst, mich zu suchen, meine Liebste. Tango ist etwas, das die Nacht vor sich hin pfeift und in keinem Repertoire vorkommt. Und Tango ist der Tanz, der seinen letzten Atemzug machen wird mit der letzten Galanterie. Und ich glaube, dass Tango jede Andeutung eines Wiegenliedes am jüngsten Tag ist. Aber jetzt, wo dein angebetetes Gesicht zu einer Rose der Erinnerung wird, weiß es sicher nur eins, dass Tango ist, wie wenn man sagt, ich liebe dich, meine Geliebte, mein Gott, wie ich dich liebe.